So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Vampire the Masquerade Bloodlines. Ja, wir suchen jetzt erstmal nach dem berühmt und berüchtigten Video, auch genannt das Horrorvideo oder wie auch immer. Und zwar verbirgt sich hier drin in Ginger Swans Grabs. Ui, ein Erfahrungspunkt. Okay, so. Ja, also ich bin ein wenig besser drauf, denn gestern habe ich nur eine Folge von Doom 3 hochgeladen. Ich hoffe, dass ich heute mal ein wenig motiviert bin, weil ich war gestern einfach komplett fix und alle. Außerdem hat sich mein Eierbecher zwei Beine gebrochen und von dem her habe ich jetzt einigermaßen Glück gehabt. Und naja, mal schauen. Gott, Leute. Verdammt heiß draußen. Es ist ja 38 Grad, vielleicht sogar noch wärmer. Und so das Wetter bringt mich noch um. Raus aus dem Friedhof. Ui. So, ja, was gibt es Neues zu berichten? Naja. Ich werde heute 4 bis 8 Folgen Vampire the Masquerade Bloodlines hochladen. Und Doom 3, denke ich mal, auch so um die 4 bis 8 Folgen. So als kleines Wiedergutmachungs-Special. Da ich kaum Zeit hatte. Und die restlichen Folgen dann immer pro Tag eine Folge, wenn es belangt. Außer montags. Montags bin ich wie immer in der Rockfabrik Ludwigsburg. So, schauen wir mal. Wir machen erstmal Kontrolle. Genau, wir haben 6 Erfahrungspunkte. Yeah, 6, genau. Und wofür könnten wir die ausgeben? Schusswaffen wäre was? Sicherheit, Finanzen, Nachforschung. Unter Erscheinung oder Wahrnehmung. Also, wir können ein wenig mehr aussuchen. Ja, also, wir haben, glaub, mehr fürs Schlüsselknacken. Ja, und wir vielleicht. Ah, manche gejagt. The moon is out, everyone's in dreamland, and we've tuned into the dub of night. Nobody to fall asleep. Welcome next to Red Spot, home of the Monster Chart. 72 ounces of that's your favorite beverage for 89 cents. And hey, why don't you call me? You need sometime. Help or something? Area code 323-KL5-KTRK. Looks always. Like somebody's been waiting you in should come out and see my band, a bowl of cereal. We're playing so tomorrow night at the crematorium. $5, 2 drink men. We're gonna ruin the place. As in you have an insect problem? Yeah. Or chirping the Vesuvius crickets are keeping rocks. You up? Or like, they don't let me in it. You have nightmares about it. Nachos together? Oh, with no, all the bees no, nachos? When you man, bond, leaving, I could in go mouth for some bees nachos or right now. Hey, you know, you should really ask me about the special, you know? Are there any scientists out there listening to this? I read something. I don't know where. I'm glad you asked that, baby. Seeing as how you look trustworthy or something, I got this special where you buy some really expensive burrito tops or grapple juice. You get a free weapon in your chest, bro. You interested? Oh yeah. Leute, kauft euch diese Schusswaffe, die Colt Anaconda. Dude, I have to dip these potato chips in something. Also, wir zumindest, wenn es machen. Also, what exactly do you do? Wir auf alle Fälle I'm a middle school teacher. That would explain why my nephew invested that 20 I sent him for his birthday on magic beans. Kaufen. It's always good to know that the future of our country is in good hands. Oh, leichtes Leder können wir auch gut gebrauchen. Oh boy. Let's see who else. Und natürlich die Colt Anaconda, die 44er Magnum. Ganz ehrlich, Leute, wenn wir lass mich gerade nachdenken. Mehr Fernkampffähigkeiten haben und wir machen erstmal Strati aus, genau. Und wenn wir mehr Fähigkeiten haben an Fernwaffentechnik, dann
macht die Anaconda verdammt viel Schaden. Syrup or peanut butter. So, und auf meinen Befehl hin für Draconia dies auch aus. Dude, I have to dip these potato chips in something. Wir gucken nach, irgendwo ist dir nicht Geld versteckt. Ah, hier. Nehmen wir doch gleich mal mit. Immerhin 25 Mücken. I wonder how they microwave burritos in the Middle Ages. Okay, so. Schauen wir mal wieder raus. Ja, sorry für meine Schweigsamkeit, aber ich weiß gerade nicht wirklich, was sagen. Während man spielt, hat man einfach viel bessere, wie soll ich sagen? Man weiß da mehr spontan, was man da sagen kann, soll und so weiter. So, wir waren am Überlegen und Items nachschauen. Genau, leichtes Leder können wir auch anziehen. Wie euch hier sicherlich auffällt, leichtes Leder, wir haben Rüstungswert plus 2, aber im Geschick haben wir einen Punkt Abzug. Weil sowas behindert uns, aber momentan nicht unser großes Problem. Wir können ja die Kleidung auch wieder ausziehen. Alles kein Problem. Ja genau, jetzt gehen wir zu Isaac und wir können die hier trinken, aber wir haben genügend Blut und so weiter. So, schauen wir doch erstmal. Hallo. Isaac. Don't have it, do you? I didn't doubt you'd find this, and I apologize if I was overly imperious before. A reflex action. I get a lot of young blood in here for getting their place. I'll assist you as reasonably as I can with your task. But first, this tape. I'm in a hurry to find out what's behind all the hype, so get comfortable. I do have a feeling that whatever's here may be of use to both of us. Have a look. More disturbing than I was led to believe. You can understand my concern now, can't you? God, oh God. It just so happens that around the time this snuff film started circulating, the Nosferatu disappeared. I tried to elicit their help in tracking down the source, and for the first time in all these years, I was dismayed by their absence. I assume it does. It's awfully coincidental otherwise. And those creatures. I don't know how many professional FX houses could pull those off. There's a problem, though, in that the film's incomplete. The first half is damaged. We need a complete copy. Behind the spit-shine gloss of the Hollywood Dream Factory, there's another city churning out a vile byproduct for the furtive consumption of a debauched audience. I have no doubt the film's found its way to another smut peddler. I'd ask around.